Wie funktioniert eine Impfung? Ursprünglich basiert eine Impfung darauf, entweder abgeschwächte aktive oder inaktivierte Viren in kleiner Dosis zu injizieren. Das Immunsystem springt darauf an, bildet Antikörper und so eine Immunität. Bei komplexen Viren wie SARS-CoV-2 muss man allerdings einen Umweg gehen. Daher versucht man nur bestimmte Merkmale als kleinen Baustein proteinbasiert nachzubauen. Das Spike-Protein. Dieses soll den Körper zur Bildung von Antikörpern anregen. Auch genetisch manipulierte DNA- und RNA-Impfstoffe werden erprobt. Der Körper produziert hierbei selbst ein Protein, das die Immunreaktion hervorruft. Ein weiterer Kandidat, die Vektorimpfung. Hier wird ein für den Menschen harmloses Virus quasi als Covid-19 verkleidet, sodass das Immunsystem anschlägt und sich die Charakteristika merkt. Was sind die Nebenwirkungen von Impfungen? Nebenwirkungen von Impfungen beschränken sich meist auf eine geschwollene Stelle am Einstichort oder abgeschwächte Symptome für ein paar Tage. Bleibende Schäden treten nur bei sehr wenigen Geimpften auf. Und dass Impfen zu Autismus führt, wurde durch viele Studien widerlegt. Wie funktioniert eine Impfung? Ursprünglich basiert eine Impfung darauf, entweder abgeschwächte aktive oder inaktivierte Viren in kleiner Dosis zu injizieren. Das Immunsystem springt darauf an, bildet Antikörper und so eine Immunität. Bei komplexen Viren wie SARS-CoV-2 muss man allerdings einen Umweg gehen. Daher versucht man nur bestimmte Merkmale als kleinen Baustein proteinbasiert nachzubauen. Das Spike-Protein. Dieses soll den Körper zur Bildung von Antikörpern anregen. Auch genetisch manipulierte DNA- und RNA-Impfstoffe werden erprobt. Der Körper produziert hierbei selbst ein Protein, das die Immunreaktion hervorruft. Ein weiterer Kandidat, die Vektorimpfung. Hier wird ein für den Menschen harmloses Virus quasi als Covid-19 verkleidet, sodass das Immunsystem anschlägt und sich die Charakteristika merkt. Was sind die Nebenwirkungen von Impfungen? Nebenwirkungen von Impfungen beschränken sich meist auf eine geschwollene Stelle am Einstichort oder abgeschwächte Symptome für ein paar Tage. Bleibende Schäden treten nur bei sehr wenigen Geimpften auf. Und dass Impfen zu Autismus führt, wurde durch viele Studien widerlegt. Wie funktioniert eine Impfung? Ursprünglich basiert eine Impfung darauf, entweder abgeschwächte aktive oder inaktivierte Viren in kleiner Dosis zu injizieren. Das Immunsystem springt darauf an, bildet Antikörper und so eine Immunität. Bei komplexen Viren wie SARS-CoV-2 muss man allerdings einen Umweg gehen. Daher versucht man nur bestimmte Merkmale als kleinen Baustein proteinbasiert nachzubauen. Das Spike-Protein. Dieses soll den Körper zur Bildung von Antikörpern anregen. Auch genetisch manipulierte DNA- und RNA-Impfstoffe werden erprobt. Der Körper produziert hierbei selbst ein Protein, das die Immunreaktion hervorruft. Ein weiterer Kandidat, die Vektorimpfung. Hier wird ein für den Menschen harmloses Virus quasi als Covid-19 verkleidet, sodass das Immunsystem anschlägt und sich die Charakteristika merkt. Was sind die Nebenwirkungen von Impfungen? Nebenwirkungen von Impfungen beschränken sich meist auf eine geschwollene Stelle am Einstichort oder abgeschwächte Symptome für ein paar Tage. Bleibende Schäden treten nur bei sehr wenigen Geimpften auf. Und dass Impfen zu Autismus führt, wurde durch viele Studien widerlegt.